das Boot. Ja, und dann sind wir natürlich mit unserem Programm da. Wie Michael, der Regisseur, gesagt hat, wird es eine kleine Probe geben. Ist für mich auch eine Premiere. Die Zuschauer haben mal eine Probe, wie es weitergeht im Programm. Also wenn ich vergessen sollte, dass ich nach dem Gespräch mit unserem Multimedia-Experten Andreas Reinhardt noch in die Küche muss, dann hampelt er richtig rum und macht so Bewegungen, dass ich mich in die Küche schiebe. Und er gibt mir immer die Zeit an. 4 Minuten. Ja. So, kleiner Moment, Stake, kommt. Ich zu Nico, ja? Nee, du kriegst. Nee, Nico macht nur Publikum, und da kommt. Da kommt der Mike mit der Stake Voice. Kai, ich brauche die Stake Voice. Meine Damen und Herren, ja, Sie ja. sehen schon. Da hinten. Achso, die ist noch nicht da. Aber meine direkt ist immer die Mami, ne? Christiane. So, einen herzlichen Applaus, keinen verhaltenen, einen herzlichen. Einmal bitte für Udo Walz. Ja, das kann man noch üben, wir sind steigerungsfähig, ist gut. Schallplatten in Gold und Platin und Preise, kann ich gar nicht nachzählen. Wir freuen uns, dass er heute bei uns hier ist, auf der Bühne vom AD-Buffet. Hansi Hinterseher, nee, hey Baby! Gute Laune weiterbleiben, es ist wieder Sommerzeit. Und es tut gut. Lass uns tanzen, komm, gewinnt.
der Andreas rutscht einen nach außen dann bitte während des Titels irgendwann und der Hansi rutscht hier rein. Andreas einen nach außen und Hansi hier. So. Wir machen weiter mit dem ersten Cocktail. Genau. Und jetzt kommt dann die Kamera 4 wieder nach oben und hat etwa diese Position hier, dass du jederzeit reinmarschieren kannst. Am besten ihr geht hinter der Nadine durch. Ja, ihr könnt auch Und dann reden wir später auch mal ganz ausführlich darüber. Brauchen wir jetzt aber nicht machen über Leber, also Kalbsleber, nicht Rind. Ich habe auch ein ganzes Stück mitgebracht und erklärt. Ja, genau. Frische Merkmale und was man damit machen muss. Man kauft auch an, sehr gerne. Kalbsleber ist einfach das feinste Produkt. Hier ist die Basis für die Soße nachher. Ich habe Mike, sehr schön, genauso. Schönen Bauchspeck, richtig kross ausgelassen. Wen hat uns mitgebracht? Wir Meine haben hier. Hallo? Hallo? Susanne. Kommt ein okay. bisschen nach vorn, weil sonst habe ich so Lena. Schöne Rücken von euch. Das ist nicht so gut. Lena, du hast uns zwei Models mitgebracht. Eva, das bräuchte man nicht. Eva, das ist meine Assistentin, aber könnte auch Model sein. Könnte Model sein, okay. Ja. Und was wollen wir jetzt an zusammen? Nehmt mal bitte die EVS von der Viva. Susanne, sie liebt ihre langen Haare, die bleiben natürlich. Die Haarfarbe haben wir geändert schon, ist leuchtender und sie sieht natürlich unheimlich schön sowieso aus. Sie lässt sich die Haare ungern schneiden, also wir schneiden so viel. Das sind die Haare. Vielen Dank.
Und wir sehen, einige haben ihre Lippen zu dieser Musik bewegt. Das kennt man natürlich. Es ist ein Kult-Dauerbrenner im ersten Montags um 18.50 Uhr. Das Großstadtrevier. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei Gesichter hier bei uns auf der Bühne zu Gast haben, die Sie bestimmt alle kennen und vor allem mögen. Und zwar, ich sage jetzt mal, wie Sie wirklich heißen, Maria Kitikidu und Miss Jumalt. Aber Sie kennen die beiden als Harry Müller und den Dänen im Revier. Mats Thompson. Schön, dass Sie hier sind. Maria sagt einfach nur Miss. Ist das an, ja? Ansonsten hört man euch? Sagt man was? Ansonsten führe ich einfach ein bisschen das Mikrofon. Maria, du bist der Grieche. Das bin ich. Ja, das ist eine Folge Großstadt mit dir gedreht. Hallo, wir können ja. Ja, ich funktioniert ja. Jetzt geht's ja. Also wie lange wird für eine Sendung gedreht? Es geht. Es geht, ja. Ja, also das Problem ist, dass wir manchmal Bücher sehr spät bekommen. Wir sind ja wir kriegen 16 Bücher, aber die Bücher kommen. Werden halt immer erst konzipiert und dann kriegen wir sie, manchmal werden wir eine Folge drehen, 3-4 Tage, manchmal eine Woche vorher und dann hat man nicht sehr viel Zeit zum Vorbereiten. Was aber gar nichts ausmacht, weil ja, für dich wahrscheinlich nicht, aber ich als Däne muss mich natürlich ein bisschen mehr vorbereiten, weil ich muss ja alles durchlesen und ja, mittlerweile ist mein Deutsch natürlich viel besser geworden. Fünfrock und Joachim Lentsch und Sie kennen die beiden als André Konopka und Moritz van Norden. Herzlich willkommen hier auf der ARD-Bühne. Hallo. Wir haben heute schon die Frühstück miteinander, gell? Ja. Du hast eine Kappe getragen. Ihr werdet wahrscheinlich oft erkannt. Ihr seid jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Ja, das ist so, ja. Stört das irgendwann mal? Nein, man möchte es nicht immer, aber wenn ich das nicht möchte. Veranstaltungen sind und dann nochmal die Kollegen kennenlernen, weil normalerweise sehen wir uns nicht so oft, auch wenn wir natürlich alle bei der ARD sind, aber es ist eigentlich immer. Und insofern ist man interessiert an dem, was die Kollegen auch machen. Also verbotene Liebe, da ist ja nichts verboten. Da macht ja jeder mit jedem irgendwann mal rum. Und seit 1995 Jahren. Es bleibt alles in der Familie. Es bleibt alles in der Familie bei euch sowieso bei den Adligen da. Aber wenn man sich an Jan. Jetzt ist IFA-Zeit. Habt ihr euch ein bisschen umgeschaut? Nein, noch gar nicht dazu gekommen. Wir also die Fernseher, die sind ja immer dünner jetzt. Man sieht euch wahrscheinlich irgendwann mal gar nicht mehr. Und also, wenn ihr sie überhaupt noch finden willst. Ja, ja. Aber das ist spannend. Gibt es ein Gerät, an dem ihr privat schaut? Lass ich euch da erstmal alleine und schaut dann gleich mal wieder vorbei. Das Ganze geht in Minuten. Wie kriegst du jetzt den Kopf aus der Schlägerei? Ich rufe. Gut, ich bleib dabei, dass ich das. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Unterscheidung, auf die ich hinweisen möchte. Es gibt Rezepte, die entstehen und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Denn die Küche ist ja auch der letzte Ort der Anarchie. Und in der Küche entscheidet genau ein einziger, was eigentlich an die Küche rennt. Vielleicht aber in der falschen Saison. Ja? Dann hat die Tomate überhaupt keine Sauce und wahnsinnig viel Säure. Und das ist halt nur das Kochen, wo ich immer sage, die Waage hilft euch nicht viel. Ja? Und ich meine, und selbst bei den Würsten, man könnte irgendwie das Brät probieren, sagt halt, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen weniger Salz. Aber das ist einfach zu Hause einfach mal ein Magnet nehmen. Jeder Topf, für jede Pfanne, die magnetisch ist, geht auf die Mixer. Ja, also gerade diese alten Spielereisen in der Pfanne, die haben super auf die Mixer. Also man muss nicht alles neu kaufen, außer man nützt nur so billige Ahnentöpfe. Ja, aber die sind nicht säurestabil und da sollte man eh nicht drin bleiben. Ich bin nämlich eine absolute Null in der Küche, aber vielleicht sowas, wo ich mich nicht ganz so blamierbar. Und dann würden wir, wenn unser Kamerateam da bereit ist, anfangen, so ein 2 Minuten knackiges Interview zu machen, was man natürlich bei NTV sitzt. Mit einer wirklich pikanten Kreuzkümmel-Tomatensauce. Riecht auch ganz toll. Vielleicht mal für unsere Zuschauer, wir sind ja hier auf der IFA, also viele Techniktrends. Was ist denn so euer Küchengerät, was ihr am meisten braucht? Und sagt, Gott sei Dank gibt es das. Also ich sag mal, für uns, wir kennen das mittlerweile, für uns führt dann die KI mehr um die Emotion. Vielleicht zum Salatfeld oder zum Glasherd, das ist einfach eine Funktion. Das ist, was man dann so haben möchte. Keine Abschaltwärme, Energieeinstellungen, direkt haben wir so raus. Man dreht sich auf das Töpfchen und das ist raus. Und richtig, wie beim Salatfeld, man wird einfach hin und her in die Pfanne zu schieben. Achso, das geht überall. Kann man einfach draufstellen. Vorführeffekt. Also, man kann die
wirklich auch Themen, ich mache den Pflicht kaputt. Ja. Auf jeden Fall, ein Kollege von uns, der hat so lange hin und her gedreht, und als die Kollegin fertig war, öffnet das Glas und die ganze Uhr ist dann nicht ausgefallen. Was ziemlich ein bisschen übel war, aber da war die Spielkönigin schuld. Ja, die hat sich echt zusammengekommen bei der ganzen Zeit. Ja. Ja. Thank you.
Blackberry mit nach Hause. Also, es ist ganz einfach und ich würde sagen, fangen wir an.